Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt ein paar Kühe fahren und die nächsten Kälber. Und die Kälber kann ich auch hier lassen normalerweise. Könnte ich. Oder gerade bin ich nicht da. Muss ich überlegen, ob das Sinn macht, ne? Weil dann wäre das vielleicht gleich gar nicht so schlecht, ne? 2,7. Steht die. Da stehen sie. Dicht an dicht, wie Reihenglied. Die war da mehr. So. Tja, lasse ich die Kälber hier. Futter haben sie ja, ne? Und Wasser auch. Da hätten wir eine Weile Ruhe. Boah, eine ganze Weile. Kommt den Stall ja nicht hier oben verkauft, ne? Oder entsorgt. Abgerissen oder so, ne? Das geht ja nicht. Ich hab's ja in Version 1 probiert, die ein Lager zu verkaufen. Das Geld habe ich bekommen, aber ein Lager stehen geblieben. Da macht es ja auch keinen Sinn, ne? Weil wenn ich es verkaufe, dann brauche ich ja den Platz für andere Dinge, ne? Also, aber die Weide kann ich da oben schon planieren, ne? Aber sobald wir da oben Tiere haben, dann laufen die Tiere kreuz und quer, ne? Ja, muss man sehen, ne? Aber aktuell lassen wir die Kälber drinne, weil die haben ja da Futter und Futter haben sie da, Wasser haben sie da. Sollte an sich kein Problem sein. So, jetzt haben wir noch ein paar. Frühling ist da. Wir sind bald los mit der Fellerwirtschaft. Jetzt bei Eiern, ne, dass wir die Tiere wegbekommen. Schön hier vorne nehmen und können wir die Bullen nehmen, ne? Das wäre ja äußerst unkürzlich. Ne? Könnte auch passieren, ne? Ah, weiblich, gut. Mein Mann ist mal. Das nicht. Du nicht. Du nicht, so. 2,7 Jahre alt. Schieben. Man sind ja eigentlich wertvolle Tiere, ne? 2,7. Durch, aber bringt keine Punkte, ne? Müssen wir eh die Runde fahren. Also geradeaus, wird nicht gehen. Also über 100 Tiere, ne? Jetzt haben wir nochmal 3. Das dritte Mal fahren wir jetzt, also das werden jetzt genau. So. lass mich rechnen.
67. Also 24. Nee, Quatsch. 72. Oder? Liege jetzt komplett verkehrt. So, bei 25 wären es 75. Ah, jetzt 72. Ja, genau. Falschen Fuß erwischt hier. Ein Rechner. So, haben wir hier alles drin, Junge. Alles alte. 2,8 Jahre. Die wollen dahin. Rückwärts fahren, rückwärts fahren. Oh, die gerade Karte ist so heiß jetzt. Das? Ah, gut, jetzt kommt der Schnee. Haha, jetzt geht er los. Der taut. Mal mehr. Jetzt geht er durch die Welle. Das sieht Wachstumsstufe so ähnlich. Muss ich mir vorstellen. Geht er Schritt für Schritt weg. Mit deutlicher. Sobald der Boden dann eher frostfrei ist, können wir loslegen mit Gärreste düngen. Ne? Wenn wir weiterfahren, dann können wir vorne nicht keine Tiere annehmen, nur die Bullen. So, das sind die leichten Tiere, das sind die Jungtiere. Dann kommen hier die Jungtiere rein. So, bis zwei noch mindestens. Einmal fahren. Dann kommen hier alle rein und dann haben wir hier das Problem, die haben auch keinen Mist mehr und können auch besser füttern. Und die Bullen im anderen Stall, die gehen ja irgendwann weg. Ich denke mal, wenn ja später in 2 Tagen das Futter der alle ist, so plane ich mal jetzt ganz grob, wenn wir da entsprechend die Tiere dann verkauft haben. Und ich überlege mir auch, wenn wir jetzt mal wirklich männliche Nachkommen haben sollten, dann kommen die da entsprechend rein. Die weiblichen erstmal vorne. Oder im Grunde oder umgekehrt, mal sehen. Aber im Grunde möchte ich die weiblichen Tiere ja behalten. Wir brauchen ja auch fast 2 Jahre, um entsprechend wieder Kälber zu kriegen, aber um den Überblick zu behalten, würde ich den mal separat unterbringen. Der ist nicht voll, der ist leer. Geht vorwärts, ne? So, jetzt zurückfahren. Vorwärts. So,
Die nicht. So, da sind noch 5, die bleiben drin. Also weiblich, 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 weiblich. Je 52, 3 und 41. Die sind schon ein bisschen jünger. Die bleiben drin. 5 Stück. Ja, das sind große Kälber. Das finde ich schön. Es wäre schön, wenn das dann LS, was ich 22 oder wie in der Reisen wird, keine Ahnung. Wenn sich das Tiermenü so aussehen würde, wenn man ein Kalb, also das Kalb erkennen könnte und natürlich ein Bullen erkennen könnte. So, meinetwegen können auch ein paar Rassen dazukommen, das wäre mir dann im Grunde nicht so tragisch. Das ist ja nur die Farbe zu verändern, die Form und die Größe vielleicht ein bisschen. Aber dass man so ein Kalb erkennen kann, das von der Größe her passt. Vom Geschlecht her auch zu erkennen ist, ne? Und natürlich auch alles andere, dass man sagen kann, okay, das Tier ist jetzt ein Jahr alt, hat die Größe, oder das ist mehr oder weniger frisch geboren und ganz klein. Ja, also Rating und aus. Dann gucken wir uns gleich an. Wasser nachfüllen. Und Futter, ne? Die brauchen ja ein bisschen Tiere. Die haben ja jetzt ein bisschen. Ja, die Pumpe haben wir noch nicht aktiviert. Okay. Werden wir auch tun. Aber wir haben noch Futter. So, was haben wir schon? Das ist leer. Das können wir hier so schön fahren, ne? Das Futter ist mehr oder weniger in der Nähe. Das macht es ein bisschen leichter. Und wir können auch mit dem großen fahren zum Not, ne? Mit dem großen. Das heißt, mit dem großen Anhänger könnten wir theoretisch fahren. Um eins zur Verfügung hätten, der passen würde, könnte gleich losdüsen, ne? Düsen, ne? So. Jetzt haben die Kälber erstmal eine Weile zu suchen, versorgt. Mal ganz kurz gucken. Wo alles ist. Jetzt haben wir ja zwei Stelle, und zwar einmal 106. Wasser gerade aufgefüllt. Mischration mache ich gerade. Und jetzt sind schon über 80% wieder, aber gut. Wir werden sie dir bald erholen. Ansonsten, da sind ja hier unsere Kälber. Die haben jetzt natürlich für eine Weile versorgt, ne? Gut, für uns ist gut. Gülle und Milch, Mist, ja, Milch kriege ich. Ja, das ist an dem Stall mit 5 Tieren. Müsste normalerweise irgendwo die Trigger für Milch geben, ne? Wo, weiß ich nicht. Ich suche da jetzt nicht, das tut mir nicht an. Weil ich finde, dass ein Netz irgendwas, Hilfe im Netz zu öfter mal, ne? Und dann ein bisschen Milch kann ich drauf verzichten zur Not. Die werden wir jetzt versorgen. Dann können wir auch Stroh geben, dann können wir auch Mist und dann können wir den Mist entsprechend dann im BGH verkaufen. Wollen wir auch nicht lange suchen, gleich gefunden. Wie gut ist, ne? Dann können wir dann gleich Stroh holen. Fünf Kälber, so. Wenn bald die nächsten Kälber kommen, denke ich mal. Und sobald das soweit ist,
Vielleicht so 7, 8 oder 10 habe, dann werde ich umgestaltet. Dann kommen wir in großen rein, großen Weide. Denn die Milch will ich dann kaufen, damit ich den Kälber gehen. Ne? Halt, stopp! Das ist so weit. Das ist hier vorne. Das wird immer schon gut knapp. Okay. Muss ich sehen, dass wir noch ein paar Heu kriegen nachher. Silage haben wir noch ein paar da. Da haben wir noch was. Stroh haben wir auch noch genug, aber Strom muss ich ein bisschen einteilen. Ja. Das wird mir ja knapp. Knapp ist gut. Das ist ja, wenn wir nicht viel kriegen. Ne? Leider, wir kaufen uns ein Feld mit Stroh. Ein Kreidefeld oder so. Das sieht man nicht aus. So. Ja, wieder füttern, ne? Aber ich habe mir so entschieden, das macht sich besser hier im Stall und mal sehen. Vielleicht werden wir noch ein bisschen von Feld 12 abzwacken und dann werden wir noch einen bauen. Oder da, wo der Wald steht zum Beispiel, da können wir auch noch ganz gut, ne? Das bauen. Aber aktuell nicht, weil dann kein Geld da ist. Ne? Und Kühe verdient zwar so schnell kein Geld mit, also wenn man da will, muss vorsichtig sein. Also Finger weg davon, ne? Ah, hier. Wobei, ich fahre wieder. Und wir können hier Stroh holen, ne? Vom Lager. Ich wollte eigentlich in die Garage reinfahren, ne? Wollte ich. Nachts dunkel. Zu sehen. Muss ich mir den Lappen aufstellen. So, mal gucken, ob das genug ist. Bald. Die brauchst du halt ein Förderband, ne? Ja, wir werden uns definitiv einen größeren Wagen kaufen, das ist auch nichts. Oder ein Anhänger, ne, mit 50.000 so im Dreh. Wir brauchen sowieso Anhänger für unsere Ernte nachher. Einen kleinen flachen, den wir lieber haben. Können wir den Futterbeschlag eigentlich verkaufen. Den brauchen wir für den Bullen noch, ne? Also da kommen wir mit Anhänger nicht gut rein. Doch haben wir die nie verkauft. Aber wie gesagt, wenn wir da ein bisschen gucken hier, gut, die Kühe will ich ja behalten. Also das ist das eine. Und die Mastrinder, die und männliche Tiere sind, die will ich gerne zur Zucht nehmen. Die bräuchten jetzt keine Mastrinder kaufen. Ne? Also es würde aber noch Sinn machen, weil holen wir gleich mal Stroh. Weil die brauchen noch eine Weile. Ne? Also es dauert noch mindestens 100 Tiere. Da kriegst du ja noch maximal jetzt noch 100 Kälber ungefähr. So nach und nach. Und geht noch nicht so schnell. Wir müssten noch 100 Kühe nachkaufen. Also dass wir auf 200 Stück kommen, 250, müssten wir bei Gelegenheit noch Kühe kaufen. Unsere Kälber, die brauchen ja auch noch eine Weile, bis sie ja selber mal
selber so weit sind, ne, dass wir Milch und Kälte geben können. Ne? Das dauert ja noch eine Weile. Also, so, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und sage auf Tschüss und Winke Winke. Und wie auch immer, ne? Einfach würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Tschüss!